Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo ihr Lieben, es ist Mittwoch, die Kinder kommen gleich nach Hause und mein Mann ist schon zu Hause. Mit einer Stunde. Die konnten nämlich auf der Baustelle nicht mehr weitermachen. Irgendwas mit dem Gerüst, also von den ganzen Vorschriften konnten sie da jetzt nicht mehr weitermachen. Ja, was machen wir heute? Muss er jetzt Mittagessen machen. Ich habe von gestern, ihr wisst ja, gestern haben wir Kartoffelpuffer gemacht. Das ist jetzt eigentlich die Hälfte übrig. Dann habe ich hier Soße noch von Samstag. Und ich habe in den Kochgruppen nachgefragt, Leute, Hilfe, was mache ich damit? Wegschmeißen ist eigentlich viel zu schade. Die Soße stand draußen in der Kälte. Ist noch komplett perfekt, in Ordnung. Also, was mache ich damit? Und mir wurde dann empfohlen, ein paar Mal wurde dann gesagt, mit Schinken und so weiter und überbacken. Schinken essen wir natürlich nicht. Also kommt das nicht in Frage. Ich mache mit der Soße einen Teil davon. Hier ist nur ein bisschen Nudeln. War noch ein bisschen so in der Packung drin. Die werde ich jetzt einfach mit der Soße übergießen. Käse drauf. Und das wird dann auch so ein Nudelauflauf. Und aus den Kartoffelpuffer mache ich auch so eine Art Auflauf. Und das ist dann jetzt Resteverwertung. Mir fehlt auch nichts anderes ein. Ich wollte eigentlich wirklich heute Abend richtig kochen, deswegen jetzt nur was aus den Resten und schnell geht. Ja, wenn ihr euch fragt, was ich hier habe, ich muss mir den gleich nochmal in die Mikrowelle schmeißen. Das ist ein Wärmekissen als Gürtel so zum Kletten. Und eigentlich laufe ich heute schon den ganzen Tag so rum, weil ja, mein Rücken immer noch streikt. Ich war heute bei der Krankengymnastik, aber das dauert natürlich, bis sowas hilft. Jo. Also, geht's los. Ich mache als erstes wieder mal den Nudelauflauf. Also die ganze Soße einfach rein. In die trockenen Nudeln. Ist eigentlich gar nichts großartig rezepttechnisch jetzt hier, sondern einfach nur nehme ich euch wieder mal mit durch meinen Tag, was ich so heute alles noch schaffe, mache, backe, koche, backen, Brot. Brot muss ich auch wieder backen. Nicht mehr so viel. Ja. Hier ein bisschen mehr Soße. Ja, und jetzt einfach nur Käse drauf und fertig. Das ist jetzt der Käse. Ja, und der wandert schon mal in den Backofen, weil da sind ja die Nudeln trocken gewesen. Das heißt, das muss richtig garen. Ja, und jetzt geht es hier mit den Kartoffelpuffern weiter. Und zwar habe ich mir das so gedacht. Also das sind jetzt die mit Möhren. Das ist egal, nehme ich auch mit dazu gleich. Aber erstmal lege ich die Kartoffelpuffer einfach so mischmasch. Mit Möhren, ohne Möhren, hier rein. Werden aber auch nicht alle jetzt doch verbraucht, trotzdem. Naja, aber wenigstens ein paar kommen mir dadurch weg. Und vielleicht wollen die Kinder sie so gleich noch essen. Aber ich mag keine Kartoffeln, also kalte meine ich. Ne? Und deswegen will ich hier gerade versuchen, was Neues hier auszuprobieren. Ja. Und dann habe ich die Soße und die gebe ich jetzt einfach mit dazu, einfach drauf. Ich verstreiche das natürlich auch gleich. Und dann habe ich hier einen ganz normalen Puttenbrustaufschnitt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das schneide oder einfach so drauf packe. Ich glaube, ich schneide hier ein bisschen. Ja, so.
Und jetzt verteile ich die Buttenbrust einfach hier auf den Kartoffelpuffer drauf. So. Und jetzt noch ein bisschen Soße. Noch ein paar Kartoffelpuffer. Was würdet ihr jetzt machen? Noch ein paar Kartoffelpuffer oder? Ja. Nicht überall, denke ich mal. Und auch hier kommt einfach nur der Käse drauf. Ein bisschen Gouda drüber, weil in der anderen Packung war ja nicht so viel Käse dran. Ja, und auch das kommt gleich in den Backofen und dann, ja, denke ich mal, müsste es schmecken. Wenn es fertig ist, zeige ich es euch natürlich. So, die Kinder sind zu Hause. Den Papa hole ich gleich von draußen rein. Das ist jetzt der Nudelauflauf, ist ja nichts Besonderes. Und das ist jetzt aus den Kartoffelpuffern geworden. Ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Riechen tut es auf jeden Fall total lecker. Mal gucken, was die Kinder dazu sagen. So, das ist jetzt das Mittagessen von heute. Ich wollte eigentlich noch Salat machen, aber mache ich zum Abendessen. So, ihr Lieben, das ist jetzt unser Mittagessen. Ich glaube, ich werde heute zwei Videos machen. Ich werde das jetzt trennen. Dieses kleine Video werde ich jetzt beenden. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, wie immer Daumen hoch. Und wir sehen uns garantiert ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.